ich habe mir auch schon überlegt, wir haben, nachdem wir doch eine Vielzahl von Gesprächen geführt haben, um Armin Fehr hier zu behalten, da habe ich ihm jetzt, da habe ich mir gedacht, dass ich ihm damit drohe, dass ich seinen Hund im Main ertränke, wenn er nicht hier bei der Eintracht bleibt. Mal gucken, ob diese Drohung, ob die auf ihn eine Wirkung hat. Ich hoffe ja. Ja, ich merke schon, dass der Harry meinen Hund nicht kennt, weil da liegt er im Main dann wahrscheinlich.